weitermachen mit dem nächsten Schlachtfeld. Wir sind hier wieder auf der schönen Seite vom Battle.net, wo alles so schön interaktiv erklärt wird. Falls ihr neu bei Heroes of the Storm seid, könnt ihr da auf jeden Fall alles nochmal genau nachgucken. Ja, und wir gehen jetzt rein in den Garten der Ängste. Bei Einbruch der Dunkelheit sprießt der Schrecken im Garten der Ängste. Tötet die Monster der Nacht, sammelt ihre bösartigen Samen und holt euch einen grünen Daumen. Was? Holt euch mit eurem grünen Daumen den Sieg? Oh, ich dachte, ich dachte, da stünde grüner Dämon, denn das ist das, was man eigentlich irgendwie beschwört. Einen großen Pflanzendämonen, wenn man genug Samen gesammelt hat. Also, wir gucken mal, wie genau das funktioniert. Wir sind jetzt wieder hier auf der kleinen Übersichtskarte von Garten der Ängste und die Idee ist, man kämpft gegen die Unkrautler. Wenn man genug Unkrautler umgehauen hat, die verlieren nämlich Samen, dann hat man genug Samen gesammelt, um, wenn man 100 hat, nämlich Gartenungeheuer zu beschwören. Und die kann man tatsächlich selber kontrollieren und kann damit dann den Gegner unter Druck setzen. Und das Gartenungeheuer ist wirklich wahnsinnig stark im Fight. Insofern, das sollte man auf jeden Fall dringend mit dem ganzen Team verfolgen. Wir gucken uns wieder die Karte an, gehen vielleicht erstmal nochmal wieder ein bisschen weiter raus. So, also, großes Grundkonzept ist erstmal wieder, wie wir das schon kennen, nämlich von links nach rechts, von rechts nach links. Es gibt auf der rechten Seite den roten Chor, auf der linken Seite den blauen Chor. Es gibt wieder die Hauptbasis mit den Keeps. Es gibt davor ein paar Forts und es gibt wieder drei Bahnen, auf denen man zum Gegner rüberkommt. Und ja, zusätzlich sehen wir auf der Karte jetzt erstmal nur eine ganze Menge Mercenaries, Söldner, nämlich hier oben ein Mann-Belagerungscamp, da ein Frontbrechercamp, nochmal ein Belagerungscamp und das gleiche spiegelverkehrt auch nochmal unten. Und meistens ist es so, dass das immer auf der Seite des Teams, das da gestartet ist, geholt wird. Also hier, das ist sozusagen das rote Belagerungscamp, das zweite rote Belagerungscamp und hier das rote Frontbrechercamp, wenn man so will. Ja, und das ist ja irgendwie noch nicht so besonders spannend. Spannend wird es durch das, was dazukommt, nämlich hier hinten seht ihr das, da ist so ein kleiner Blumentopf und da kann man eben diese Samen reinpacken sozusagen. Man muss aber nicht extra hinlaufen, sondern man kriegt einfach nur die Samen von den Unkrautlern gesammelt. Und das funktioniert so, dass alle paar Minuten in diesem Garten der Ängste Nacht wird. Und das kann man hier unten umschalten. Wieder sehr schön. Das gefällt mir echt gut hier. Also, wenn auf Nacht umgeschaltet wird, dann gibt es hier auf beiden Seiten, also das ist auf beiden Seiten das gleiche, ich zeige euch das einfach nur unten, gibt es hier unten kleine Unkrautler. Wenn man die umhaut, dann kommen da Samen raus. Und dazu gibt es nochmal einen großen, der ist auch wieder relativ schwierig zu besiegen, verliert aber natürlich entsprechend ganz viele Samen. Ja, wenn man das ordentlich macht, dann kriegt man relativ schnell 100 Samen zusammen, die verlieren alle mal relativ viele. Und dann kann man eben hier zu Hause, da wo jetzt nur dieser kleine Blumenkopf steht, da hat man dann 100 Samen, dann ist hier so ein großes Viech und das kann man dann einnehmen. Das ist dann der Gartenterror, mit dem man dann gegnerische Gebäude unter Druck setzen kann. So, so viel grob erstmal zu der Map. Jetzt gucken wir uns nochmal genauer an. Wir haben offensichtlich diesmal Observer mit dabei. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ach Gott, ich habe leider nicht vorher auf Start gedrückt. Natürlich jetzt noch niemand seiner Helden ausgewählt. Alles vorbei für uns. Ärgerlich. Naja, vielleicht sind ja diesmal alle ganz schnell ready. Das wäre natürlich schön, aber bis dahin trinke ich ein paar Schluck Kaffee. Oh ja, das ist natürlich eine gute Idee hier von Klärzen im Chat. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach so euch hier zu spielen verabreden. Oh, jetzt habe ich beinahe vergessen umzuschalten auf den besseren Bildausschnitt. Aber es musste mich keiner erinnern. Ich habe selber dran gedacht. Herrlich. Ja, weiter geht's mit dem Garten der Ängste.
Und ja, wir sehen hier nochmal schnell zusammengefasst: Kämpfe gegen die Unkrautler, sammel die Samen und hol dir den großen Gardenterror. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe diesmal Stitches gewählt. Ich bin Tankspieler, das heißt, ich spiele eigentlich immer irgendwelche Tanks. Ich kann zwar auch ein paar andere Helden spielen, aber die sind mir einfach am liebsten. Und dadurch, dass ich jetzt ja viel erzähle über die Karten, ist es ganz gut, wenn ich nicht zusätzlich noch darüber nachdenken muss, was für Talente ich auswählen sollte und so. Und bei den Tanks weiß ich das einfach am besten. Deswegen mache ich auch gerne am Montag diesen nächsten Stream für Blizzard. Da geht es dann nicht um die Schlachtfelder in Heroes of the Storm, sondern um zwei spezifische Rollen, nämlich die Supporter und die Warrior. Und ja, Supporter kann ich natürlich auch einige ganz akzeptabel spielen, aber vor allem werde ich mich da natürlich auf die Warrior fokussieren. Und da sei nochmal gesagt, ihr könnt mir da gerne Feedback schicken, was ich da anders besser, schlechter machen soll. So, hier seht ihr jetzt Collect 100 Seeds to Summon Garden Terror. Und hier haben wir den fruchtbaren Boden, worauf dann der Gartenterror wachsen soll. So, los geht's. Ihr seht, hier sind wieder ziemlich viele Büsche, wo man sich verstecken kann. Das ist gerade für Stitches ganz schön. Der macht nämlich diesen Hook mit seinem Angelhaken, ist eigentlich ein bisschen untertrieben, ne? Aber sagen wir trotzdem. Oder kleiner, falls ihr die deutsche Version spielt. Ja, deswegen dachte ich mir, das ist ganz schön, den hier zu spielen. Aber ich habe hier zwei Gegner, da muss ich gut aufpassen. Ja, und hier seht ihr, sind die Camps. Die spawnen erst bei 2 Minuten. Also falls ihr euch wundert, dass die Söldner bei euch nicht von Anfang an da sind, das liegt daran, dass die auf allen Karten erst nach 2 Minuten mit ins Spiel kommen. Da gab es nämlich am Anfang in der Beta ein paar Teams, die da zu viel Schabernack mitgetrieben haben, dass sie das früh machen konnten. Oh, ah. Deswegen also erst nach 2 Minuten die Söldner mit auf der Karte. Ja, ich habe hier wie gesagt 2 Gegner, da muss ich gut aufpassen. Und wir sehen jetzt gerade nach 1 Minute, kommt jetzt hier unten die Warnung, die erste Nacht hat beginnt gleich. Es kommt immer eine Warnung und 30 Sekunden später fängt die Nacht an. Und da sieht man jetzt hier unten diese kleine Uhr ablaufen und sobald die abgelaufen ist, ist eben die Nacht da. Und dann stehen die Unkrautler da und die kann man sich dann natürlich holen, um Samen zu sammeln für den Gartenterror. Und im Gegensatz zu den anderen Karten ist es hier wirklich so, dass man das fast wichtiger nehmen sollte als die Erfahrung sammeln auf den einzelnen Lanes. Also normalerweise gibt es eigentlich keine Ausrede, eine Lane zu verlassen. Selbst Kills am Anfang sind nicht so viel Erfahrung wert, wie die einfach die Einheiten von den Bahnen zu holen. Und tatsächlich gab es da oben direkt ein bisschen Konflikte. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil wir haben hier unten jetzt so einen Counter. Und ihr seht schon, wir haben nur 18 und sie haben 35. Das heißt also, sie sind an dem Gartenterror viel, viel näher dran. Da müssen wir eigentlich unbedingt noch was machen. Aber die haben jetzt da oben einfach schon ordentlich abgesahnt. Ja, und ich glaube, da kommen wir nicht mehr ran. Da müssen wir vielleicht einfach mal unseren nehmen. Aber unsere Gegner machen oben den großen Gartenterror. Und das ist wieder so eine Sache, die man wirklich zusammen machen sollte mit den Teamkameraden. Weil ihr seht schon, der zimmert mir ordentlich rein. Also ich kriege ordentlich Schaden. Also ganz gut, dass jetzt gerade die Lili mit dazugekommen ist und mich heilt. Und da fallen die ganze Zeit hier die Samen raus. Die muss man immer schnell einsammeln. Sonst kommen da die Gegner und klauen die sich. Ja, und dann habt ihr auch gesehen, es gab zwischendurch so eine kleine Animation, so eine grüne Suppe drumherum. Das ist sozusagen eine Warnung, denn da kommt kurz danach dann ein Stun von dem Gartenterror hin. Und ja, wenn man da mit drin steht, dann bleibt man natürlich da stehen und wird immer weiter verprügelt. Deswegen muss man dann da schnell rauslaufen. Ja, und nachdem wir jetzt da gekämpft haben und wir 78 Samen nur gesammelt hatten, hatten unsere Gegner 102 und das heißt, sie konnten hier den Gartenterror beschwören. Und das ist richtig unangenehm, weil der hat 2 Fähigkeiten, ne, 3 sogar, aber 2 erstmal, die wichtig sind. Die eine ist nämlich hier dieser Pott, der so Ranken in alle Richtungen raus sprießen lässt. Und die machen Gebäude kaputt und sorgen dafür, dass die nicht schießen. Heißt, unsere beiden Teamkameraden hier in der Mitte, die Waller und der Tasser, da haben das Problem, dass sie
sich schwer tun, die Pflanze zu verteidigen, weil die Gebäude nicht helfen. Und dann wirft ab und zu der Deathmancer mit dem Gartenterror noch die Q-Fähigkeit raus. Das ist so ein kleiner Kreis. Gucken wir mal. Ja, da macht er es gerade. Wenn ich da jetzt reinlaufe, dann werde ich hier in eine Pflanze verwandelt und kann nichts mehr machen. Wie ihr seht, da steht dann Silence drüber. Also ich kann keine Zauber mehr benutzen und ich kann auch nicht mehr zuhauen, weil ich einfach nur noch so ein kleines Pflänzchen bin. Und das passiert hier zum Beispiel in der Mitte auch gerade der Lilly. Und damit kann man natürlich dann hier die Pötte nicht kaputt kriegen. Und dann ja, machen die Pötte einfach sehr viel Schaden an den Gebäuden. Und die Konsequenz ist, dass die Gegner in der Erfahrung nach vorne kommen. Und das ist natürlich genau das, was auf allen Karten immer das Problem ist. Wenn man sich um diese zusätzlichen Map-Objectives nicht kümmert, dann gerät man zurück in der Erfahrung, weil die einfach zusätzlich immer einiges an Unterstützung geben und dafür sorgen, dass man ein bisschen im Spiel insgesamt nach vorne kommt. Und ja, wir haben jetzt also ein bisschen Rückstand, was das angeht, aber der kleine Vorteil, dadurch, dass wir immerhin hier den einen großen unten geholt haben, dass wir 78 Samen jetzt noch auf der hohen Kante haben und die verschwinden nicht etwa, sondern die bleiben bis zur nächsten Nacht da und wenn wir, also die bleiben generell komplett da, aber ich nehme an, dass wir in der nächsten Nacht es schaffen, noch ein paar weitere Samen zu sammeln und dann ist es an uns, die Pflanze zu benutzen und ich werde dann mal zusehen, dass ich mir die hole, damit ich euch ein bisschen genauer nochmal zeigen kann, wie dieser Gartenterror funktioniert. Die eine Fähigkeit, die ich gerade noch vergessen hatte, war so eine Art Sprint, mit dem die Pflanze einfach schneller unterwegs ist. Also dieser Gartenterror noch ein bisschen schneller unterwegs ist. Und das kann man ganz gut benutzen, weil ja der Pott Schaden an Gebäuden viel macht. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Kann man schön zum Beispiel unten einen Pott stellen und dann hochsprinten zur Mitte und da auch noch einen Pott stellen. Solche Sachen sind immer ganz schön und schwierig zu verteidigen für die Gegner. Weil die stehen dann halt erst noch da und verteidigen. Und man ist dann gleichzeitig schon auf der anderen Seite. Und macht dann noch weiteren Schaden und die kommen dann nicht so gut hinterher. Das ist auf jeden Fall was, was man strategisch ganz schön nutzen kann. Ja, unsere Gegner haben sich hier jetzt ein Frontbrecher-Camp hier oben geholt und machen jetzt oben ein bisschen Stress auf unser Fort. Und das ist deswegen vor allem unangenehm, weil jetzt gerade die nächste Nacht angefangen hat und wir müssen das jetzt erstmal noch verteidigen, während sie jetzt hier schon anfangen, die ersten Samen wieder zu sammeln. Ihr seht schon, der Counter geht schon wieder hoch und da müssen wir jetzt aber schnell nachziehen, damit wir da nicht komplett unter die Räder geraten. Und ja, wie schon gesagt, auch wenn wir noch nicht Level 10 sind, ist es auf dieser Karte wirklich ganz wichtig, dass man die Sachen dann im Zweifel mit dem ganzen Team macht. Ach, da habe ich nur den Käfer erwischt, ärgerlich. Weil einfach, wenn man hier dann erwischt wird und einzelne Leute sterben und die Gegner die sämtlichen Samen kriegen, dann kann man sogar genug Samen bekommen, um zwei Gartenterror hintereinander rufen zu können. Und wenn das passiert, ist meistens zappenduster, weil einfach die Gartenterror, wie gesagt, Gebäude so gut kaputt machen. Und wenn das direkt zweimal hintereinander passiert, hat man meistens einfach zu wenig Erfahrung, um da nochmal gegen ankommen zu können. So, hier seht ihr jetzt, aus dem kleinen Pflänzchen ist jetzt hier der Gartenterror geworden. Den kann man sich dann nehmen und kontrollieren. Dann hat man hier noch so eine Anzeige. Lebenspunkte sind da erst einerseits und auch die Laufzeit. Also nach einer bestimmten Laufzeit verschwindet mein Gartenterror. Oh, jetzt ist aber unangenehm, die Gegner haben auch einen. Deswegen sehen wir jetzt hier den roten Balken auch noch. Nur nutze ich erstmal hier mein W. Das ist eben Overgrowth, dieser Pott, der die Ranken verteilt und der macht nicht nur Gebäude kaputt, sondern auch Einheiten ziemlich schnell. Deswegen sprinte ich jetzt hier mit noch, tatsächlich heißt es auch tatsächlich einfach Sprint, okay. Sprinte ich nochmal runter, um hier ein paar Einheiten kaputt zu machen, damit unser Gebäude dann nicht stirbt. Aber die Gegner haben Level 10 erreicht. Heißt, sie haben jetzt ihre ultimative Fähigkeit und wir noch nicht. Also sollten wir nach Möglichkeit erstmal noch nicht kämpfen. Und ja, ich werde jetzt versuchen, tatsächlich auch ein bisschen Gebäudeschaden zu machen. Und die Kombination mit dem Q ist immer ganz schön, weil dann die Gegner nicht in der Lage sind, den Pott kaputt zu machen. Das ist der Queen's Curse übrigens. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das nochmal gleich hieß. Also der Fluch der Königin sorgt dafür, dass die Gegner dann dazwischendurch zu so einer kleinen Pflanze werden und nichts machen können gegen den Pott. Da ist das Water-Element gezündet von der Jaina. Das ist eigentlich ein bisschen Verschwendung. Es sei denn, sie kriegen uns damit noch. Dann ist es natürlich super gewesen. Und tatsächlich stirbt der Falstad, also hat gut geklappt für unser gegnerisches Team. Ärgerlich. Muss ich hier versuchen zu helfen, aber auch mein Tassadar geht down. Natürlich
nicht gut gelaufen für uns. Und tatsächlich rückt jetzt ihr zweiter Gartenterror jetzt schon vor auf unser Keep. Und ich kann nichts dagegen machen, denn mein Gartenterror ist ausgelaufen. Das war's dann. Und ja, wir haben immer noch ein gutes Level Rückstand. Ich habe es nicht geschafft, hier die Gebäude richtig kaputt zu kriegen. Die Ranken haben zwar ein bisschen Schaden gemacht, aber ja, letztlich ist nichts kaputt gegangen. Damit jetzt großer Erfahrungsvorteil für die Gegner. Ja, und es ist immer ganz schwierig strategisch, sich zu entscheiden, ob man mit dem Gartenterror zusammen rumlaufen sollte, weil der eben auch sehr stark im Fight ist, oder ob man sich lieber verteilt. Der Gartenterror geht irgendwo hin und der Rest des Teams geht woanders hin. Kann man beides machen. Oh, mein Team läuft dann nach ganz unten. Da bin ich aber eigentlich nicht in der Nähe. Wait, wait. Ja, wir verlieren leider unten vor. Der haben nämlich unser Frontbrecherkampf geklaut. Aber ich fürchte, wir können jetzt hier momentan nicht viel machen. Ich versuche nochmal einen zu hooken. Aber klappt nicht. Und unsere Waller wird da oben leider jetzt erwischt. Flucht, Flucht. Ah, da gibt es nochmal ein Schild vom Tassara. Gut gespielt. Damit kommen wir alle nochmal weg. Und das war ganz wichtig, weil die nächste Nacht fängt jetzt an. Und wir haben ja sowieso schon einen relativ großen Rückstand. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, genug Samen zu sammeln für einen Pflanzenterror, dann ist wahrscheinlich richtig alles vorbei. Können wir mal gucken, ob vielleicht unsere Gegner hier sich irgendwie erwischen lassen. Ich guck mal, ob ich den Brightwing kriege. Leider nein. Schade. Und dann sollten wir lieber Samen sammeln gehen. Oh. Ja, wenn man den Gegnern hinterherläuft, ist ganz oft so, dass die Gegner dann ein gutes Potenzial haben, sich ihrerseits in eine gute Position zu bringen und hart auszuteilen. Und ja, wir haben uns leider jetzt aufgeteilt. Unsere Lilly ist hochgelaufen. Der Rest des Teams war unten. Jetzt sind die anderen hochgelaufen. Da müssen wir natürlich schnell hinterher, Tassada und ich, dass wir da nicht aufgesplittet werden. Aber tatsächlich waren die Gegner auch aufgesplittet und gute Arbeit vom Rest des Teams. Die haben sich die Jaina geholt. Das gibt natürlich, weil die Jaina einen Levelvorsprung uns gegenüber hat, richtig viel Erfahrung. Gibt direkt ein Level-Up für uns. Dann sind wir direkt wieder dran und können jetzt hier oben den Gartenterror rausnehmen. Und wir haben unten zusätzlich sogar noch das eine Camp gemacht, Tassada und ich am Anfang der Nacht gemacht hatten. Und jetzt kriegen wir alles oben und dieses eine Camp unten. Heißt, dass in diesem Fall jetzt wir den Pflanzenterror kriegen und unsere Gegner keinen bekommen werden. Die haben nämlich nicht genug Samen abgekriegt. Und das heißt, jetzt in dieser Nacht großer Vorteil für uns. Und ich bin einfach mal so egoistisch. Aus Vorführungszwecken, dass ich wieder den Gartenterror nehme. Normalerweise möchte man eigentlich ganz gerne denjenigen im Team da drin haben, der am schnellsten stirbt. Weil wenn der dann im späteren Verlauf des Fights da noch rauskommt, ist das häufig ein großer Bonus. Also zum Beispiel in unserem Fall der Falstad. Wenn der da rauskommt und dann nochmal seinen großen Laser zündet, das kann spielentscheidende Vorteile bringen. Während der Stitches eigentlich dem Fight ja sowieso keine großen Probleme hat. Ich bin ja sowieso der Tank. Insofern ist es eigentlich ein bisschen Verschwendung, dass ich das nehme. Aber wie gesagt, um das jetzt hier gut zeigen zu können, nehme ich den mal. Und da ist jetzt der Falstad natürlich gestorben. Das geht so ein bisschen auf meine Kappe. Oh. Und die gegnerische Lilly heilt leider viel zu viel. Und wir wurden auch direkt, unser Gartenterror wurde auch direkt zerstört. Das ist natürlich jetzt alles sehr unangenehm. Und ich glaube, der Illidan wird uns hier alle zerstören. Unsere Gegner haben aber auch bessere Helden. Ja, alles vorbei für uns. Unangenehm. Und jetzt, trotz des Gartenterrors, haben wir den Fight verloren. Das ist natürlich brutal. Und jetzt werden sie hier wahrscheinlich unsere Burg pushen können. Also ihr seht, das ist kein Selbstläufer, wenn man den Gartenterror bekommt. Muss man trotzdem noch gut kontrollieren. Ja, und unsere Gegner haben wirklich eine gute Composition sich hier gewählt mit zwei Heilern und dem Illidan. Und der Illidan, der wird halt immer hochgeheilt. Und wenn der nicht zu stoppen ist, dann rastet der richtig aus. You are not prepared. Ja, und das nutzen sie sehr schön aus. Ich hatte zwar zwischendurch in dem letzten Kampf, da hatte ich ja den Gartenterror, immer wieder einen der Heiler gehext mit dem Fluch der Königin, also immer wieder eine Pflanze verwandelt, sodass er nur von einem Heiler unterstützt wurde. Aber ein Heiler hatte immer gereicht und ja, insofern clever von ihnen, dass sie da zwei hatten, dass der Illidan da immer rauskam. Versehentlich Tab gedrückt vor lauter Aufregung. Ich glaube, Lilly ist nicht so begeistert, dass ich nie meine Hooks treffe. Es tut mir leid. Oh.
Jetzt werden wir hier angegriffen. Wir haben natürlich einen kleinen Nachteil hier. Wir sind im Level nicht so weit wie die Gegner. Aber ich fürchte, hier ist einfach generell nicht mehr viel zu holen. Ja, wieder gutes Engagement für unsere Gegner. Der gute Deathmancer, ne, der trifft auch mit seinen Stunts immer alle Gegner. Oh, jetzt aber schöner Ulti von Farmes. Aber reicht nicht ganz, weil einfach zwei Heiler unseren Damage wunderbar wegheilen. Ja, das machen sie wirklich gut, kann man nicht sagen. Nimira und Ferox. Und ja, Puni, eigentlich ein bisschen übertrieben aggressiv hier mit dem Illidan. Aber dadurch, dass er zwei Heiler hinten hat, kriegen sie das wirklich gut geregelt hier. Ja, kann man nicht sagen. Das zweite Keep ist unter Druck. Wird wahrscheinlich kaputt gehen. Ich versuche nochmal, den Illidan vielleicht zu kriegen. Aber heute kein Zielwasser getrunken. Oh, da kommt er zu mir. Dann nehme ich ihn mit. Aber wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir haben einfach inzwischen 4 Level Rückstand. Und jetzt ist natürlich das Problem, ihr seht schon, die nächsten Katapulte, die ein bisschen anders aussehen hier, auf Garten der Ängste, pushen bei uns in die Basis rein. Und wir müssen uns hier noch um das Belagerungscamp kümmern. Und gleichzeitig sieht man auf der Minimap, hier sind schon die nächsten Unkrautler gespawnt. Und ja, sie haben sich aber jetzt schon den nächsten Gartenterror besorgt. Heißt also, sie haben jetzt hier überall schon die Unkrautler eingesammelt. Und wir sind einfach zu spät, um da was gegen zu machen, weil wir einfach jetzt zu weit zurückgefallen sind. Ja, und so kann es gehen in Heroes of the Storm. Wenn man zu weit zurückfällt, dann ist es ganz schwierig, nochmal sich in eine gute Position zu bringen. Aber natürlich ist nie vorbei. Kann immer einen guten Fight nehmen und nochmal zurückkommen. Ja, aber das machen sie auch wirklich gut. Also wir hatten gerade den High Ultimate von der Lilly an zum Beispiel. Und direkt wurde er unterbrochen von unseren Gegnern. Und damit kaum Heilung für uns. Und ganz viel Heilung für Puni. Und Puni kriegt ja nochmal Unterstützung vom Brightwing. Und ich glaube, das könnte es gewesen sein. 4 Leute von uns tot, da könnten sie jetzt vielleicht sogar unseren Chor direkt angehen. Natürlich immer ein bisschen risky, weil der ganz viel Schaden macht. Oh, aber aus dem Hintergrund kommt auch noch Deathmancer mit dem Gartenterror. Und das sollte dann eigentlich fast genug sein. 15 Sekunden noch, bis wir wieder da sind. Und es sind tatsächlich noch diese beiden Gartenterror oben und unten, die großen, mit dabei. Die könnten sie sich holen. Dann kämen sie wahrscheinlich sogar auf einen weiteren Gartenterror. Aber sie wollen das Spiel hier und jetzt beenden. Und mit 2 Katapulten, die hier auf unseren Chor schießen, könnte es gut sein, dass das auch klappt. Oh ja, da haben wir keine Chance mehr. Das war's gewesen. Direkt. Ja, das, ne, muss ich leider auf meine Kappe nehmen. Da habe ich nie einen Hook getroffen. Dann ist das halt nicht besonders gut. Ja, schade, schade. Und gut gespielt von unseren Gegnern. Wir haben tatsächlich insgesamt nur 3 Takedowns gehabt, beziehungsweise 3 Leute, die an einem Takedown beteiligt waren. Und das war der einzige Kill, den wir hatten. Tja, da wurden wir ziemlich vernichtet. So kann es gehen im Garten der Ängste. Ja, und ich muss auch zugeben, aus dem Gartenterror, der einfach so sehr mächtig ist, habe ich selber einfach, ich habe den ja 2-mal zur Kontrolle gehabt, nicht genug rausgeholt. Ne? Da habe ich mein Team ein bisschen hängen gelassen. Ist jeweils schnell gestorben und hat wenig Gebäude kaputt gemacht. Ja, so viel aber zum Garten der Ängste jedenfalls. Und ich verlose nochmal schnell.